Grüß euch, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play XCOM Enemy Unknown. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein in die nächste Mission. Wir hatten einen Terrorangriff auf Russland. Transporter ist eingetroffen. Dem wir uns jetzt gleich mal annehmen werden. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Alles klar, Chef. Wird gemacht. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Nur Strike One hat grünes Licht. Doch, der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Hilft alles nix. Ich will jetzt auf jeden Fall so vorsichtig wie möglich hier vorrücken. Damit dann nicht schon wieder so ein Debakel passiert. Das wäre nämlich höchst ärgerlich. Ich kann mir nämlich eigentlich nicht wirklich leisten, mehr Männer zu verlieren. Frauen gehen, aber Männer sind nicht entbehrlich. Ja, das fängt ja gut an. Jetzt versteckst du dich auch in der Ecke, wo die Aliens kommen. Selbst schuld. So, den lasse ich jetzt erstmal da stehen. Stelle ihn noch nicht in Feldposten. Andererseits, doch, ihn stelle ich schon in Feldposten. Sie lasse ich erstmal da stehen. Und offensichtlich war es nur eine Anzeige-Bug, weil er hat auf jeden Fall mehr als 10 plus 4 Leben. Genau genommen 18. So. So eine Terrormission ist es vielleicht gar nicht so klug, so langsam vorzurücken. Jede Runde, die man verstreichen lässt, eine Runde mehr ist, wo die Aliens einfach aufräumen können. Aber ich will es mir einfach wirklich nicht leisten, mehr Leute zu verlieren. Was war das? Zeichnet. Lass uns die Aliens wohl langsam angehen. Gibt's doch nicht. Muss doch jetzt mal ein Feind auftauchen. Sag einmal. Haben wir's jetzt dann. Jawohl, den schicken wir davor. Wirklich gerade nichts los. Sehr komisch. Das könnte riskant sein, das mache ich lieber nicht. Einfach alle mal auf Feldposten. Ah, na also. Ja, wenn da jetzt einer mal trifft. Hey, einer hat sogar tatsächlich getroffen. Unglaublich. Ziel steht noch. Das war ja zu erwarten. Was stelle ich auch Leute mit der Schrotflinte in Feldposten? Das war ja eine grandiose Idee. Ja, komm. Weil es so viel Spaß macht. Hauen wir die Arschlöcher um. Ganz deiner Meinung. Wer immer das gerade genau war. Gut, dann
kümmern wir uns erstmal um den Dicken hier, würde ich sagen. Also diese Anzeigen hier sind echt der größte Müll. Mhm, 1%, 56. So plus minus, stimmt's schon. Das ist mal ein guter Anfang, auf jeden Fall mal Holo zielen. Gut, das mit dem Treffen könnte man noch optimieren, aber... Na, ich glaube, mit ihm will ich... Ja, das ist ja gar nicht einer von meinen Leuten. Fehlt mir gerade so auf. Okay, der Vega kann auf jeden Fall mal mit seinem netten Snipe-Gewehr kann er auf jeden Fall mal irgendwas. Erwischen. So in etwa. Natürlich nicht kritisch. Warum sollte er auch? Wäre ja langweilig. Bäh. Was leckt denn das jetzt so? Gefällt mir ja gar nicht. Ihm kann ich mal schießen. Ausgezeichnet. Ja, ja, schüchter ihn nur ein. Ist in Ordnung. Wir wissen alle, dass du groß und stark bist. Da! Krepiere! So. Damit hätten wir auf jeden Fall mal die größte Bedrohung ausgeschaltet. Ist das wirklich 1%? Nein, es sind 5. Hier sind es 13 und hier 33. Alles das gleiche. Ich stelle sie mal trotzdem auf Feldposten, auch wenn wir festgestellt haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie was trifft. Aber auf jeden Fall ist es besser als die sonstige Trefferchance. Hey, 77, 1. Was macht das schon für einen Unterschied? Aber das ist mal gar nicht so schlecht, einen von diesen Drohnen außer Gefecht zu setzen. Sind zwar jetzt so an und für sich nicht so gefährlich, aber den Muton hätte ich jetzt eh nicht kalt gemacht. Das war zu erwarten. Vielleicht hätte ich sie auch einfach nur nachladen lassen sollen. Ach komm schon. Seit wann machen die zwei Schaden? Ich habe nämlich schon des Öfteren... auch in anderen Spielständen erlebt, dass diese Drohnen gar nicht in der Lage sind, einen Zivilisten zu töten. Aber dieses Mal hat er mich offensichtlich Lügen gestraft. Dann schicke ich sie auf jeden Fall mal hier vor. Ist zumindest mal ein Zivilist sicher. Ja, und der da wird krepieren. Was soll's. Er darf auf jeden Fall mal diesen Newton hier. Ach, komm schon. Wieso ist es immer ein Leben? Ist denn ihre Trefferchance mit der Pistole? Vielleicht ließe sich daraus was machen. Nope. Bei ihr. Schlechter. Vielleicht, wenn sie näher rangeht. Das kann man aber auch ein bisschen freundlicher sagen. Warte mal. Ach ja, stimmt. Das Plasmagewehr müsste ja eigentlich die Trefferchance theoretisch verbessern. Dann halt nicht. Immerhin mal 66. Ich könnte ihn aber auch mit Sturm und Schuss einfach mal ein bisschen näher ranbringen. Ich glaube, das mache ich mal.
selben Atemzug auch noch eine Geisel retten. Nein. Weil es so viel Spaß macht. Okay, Freunde. Wen töten wir als erstes? Sie trifft ihn auf jeden Fall mal. Sie trifft ihn auch gar nicht so übel. Das heißt, mit ihm könnte ich mal den Muton hier ausschalten. Das ist mir auf jeden Fall mal ein Bedürfnis. Weil Mutons mag ich nicht. Unser Freund Gonzales darf mal ein wenig näher ran und sieht dadurch gar nichts mehr. Toll. Eine Alien-Granate, ja, die würde auf jeden Fall mal was treffen. Die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ja, wobei doch eigentlich schon, weil dadurch könnte ich mir unter Umständen einen Schuss sparen. Na dann, Max, walte deines Amtes. Fire in the hole! Kapau. Ist jetzt mal gar nicht so viel, aber wenn ich ihn da näher ranschicke, dann wird das ganz fix zu 100%. Sehr nice. Ja, das ist nicht so empfehlenswert. Das da schon eher. Ja, voila. Sie schicke ich hier rauf. Na also, da ist sie ja. Auf die habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Sie wollen sich zurückziehen. Wollen Sie das? Wollen Sie das wirklich? Leute, das ist gerade ziemlich... das heißt, da hinten ist auf jeden Fall auch noch was. Was trifft er alles? Er trifft... oh, er trifft auf jeden Fall mal die Cyberdisk. Das wäre ganz geschmokig. Er wird auch noch hier hinter zu ihm kommen. Ich glaube, ich habe einen Plan. So, irgendwann auf kurz oder lang muss ich ja dann dahinter noch expandieren. Na, jetzt schieße ich auf jeden Fall erstmal mit ihm auf die Cyberdisk. Die will ich nämlich so schnell wie möglich weg haben. Schwupps. Okay, ich glaube, der Andersen darf mal hier hinter und die Cyberdisk kaputt machen. Okay, ich weiß jetzt nicht, in was für einem Radius die explodiert. Das heißt, ich schicke ihn mal hier hin. Wird schon passen. Im Zweifelsfall nimmt er halt ein bisschen Schaden. Crunch. Ja, war dann nicht mehr. Sehr schön.
Okay, dann schaue ich mal. Ob ich mit ihr den anderen Chrysaliden erwische? Natürlich tue ich das. Zack. Bye bye, Buddy. Captain Chewie wurde befördert. Joach. Wenn der normale Schuss nicht reicht, dann machen wir das halt auf die harte Tour. Zack. Ach, da sind... Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall mindestens zwei Gegner noch da hinten. Ich muss jetzt auf jeden Fall mit jedem erstmal nachladen. Nachgeladen. So, ihn schicke ich bewusst mal nicht an die Kante, weil sonst entdeckt er noch weitere Gegner. Und da könnte ich jetzt gerade mal sehr stark drauf verzichten. Nachgeladen. La 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 la. Nachgeladen. Was war das für ein Geräusch? Ja, das ist jetzt die große Frage. Okay. Lass ich sie mal. Ach du meine Kacke. Hier schon wieder. Das sieht mir doch mal nach einem klaren Fall von Schnellschuss aus. Ja. Muss man nicht treffen. Ah doch, sie hat sogar zweimal getroffen. Und Reflexschuss. Nice. Gefällt mir. Bisschen. Okay, das war taktisch ein wenig unklug. Wieso habe ich sie da auf dem freien Feld stehen lassen? Das war wirklich, wirklich unklug. Okay. Darf sie auf jeden Fall mal den Todesstoß machen. Feuerposition. Ausgezeichnet. Okay. Also auf Feldposten bringt der dort gar nichts. Weil die Gegner sind dafür einfach viel zu weit weg. Der Rosi darf sich hier mal an die Ecke hinstellen. Hat eine schöne Schnäuperposition. Ah, da zeigt er sich ja schon. Und daneben, natürlich. Auf die Entfernung mit einem Plasma. Kleinen Plasma-Gewehr. Willst du mich verarschen? Das ist doch jetzt nur noch ein Witz. Okay, ganz ruhig. Alles noch im grünen Bereich. Bisschen ärgerlich, dass ich ihn nicht schocken kann. Oder es zumindest höchst riskant wäre, es zu versuchen. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Riskant kann man doch mal machen.
Weil ich will dieses süße kleine Plasmagewehr, was der in der Hand hat. Finde ich äußerst ansprechend. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich Schwierigkeiten haben werde, ihn auf wenig Leben runterzubringen. Okay. Doch nicht. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Das war doch jetzt mal ein schöner Kontrast zur letzten, eher weniger erfolgreichen Mission. Beeindruckende Arbeit, Commander. Nach so einem Einsatz müssen unsere Soldaten zufrieden sein. Jawohl, Captain Bjorn Andersen, genannt Twitch. Der bekommt auf jeden Fall mal die blitzschnellen Reflexe. Na und persönlich ist zwar grundlegend wirklich ein sehr cooler Skill, das mit der erhöhten kritischen Trefferchance, aber dieses Feldposten ausschalten ist einfach nur grandios. So, sie bekommt ein weiteres Gepäckfach, das ist auch sehr gut. Ah, und unser erster Colonel Heavy. Raketenschub ermöglicht es, eine zusätzliche Standardrakete pro Schlacht abzufeuern. Das ist mal cool. Richtet bei Deckungsfeuer und Flächenangriffen zusätzlichen Schaden an. Ja, aber hallo! Okay, also eine weitere Rakete wäre natürlich cool, aber wenn jede Rakete mehr Schaden macht, wäre das natürlich auch extrem cool. Also ich bin auf jeden Fall mal dafür, dass die mehr Schaden machen. Why would I do that? Der hat nicht mal die Schredderrakete. Ja gut, aber trotzdem ist es sinnvoller, wenn die einzelnen Dinge mehr machen. Ich finde das gut. So soll es sein, so kann es bleiben. Gut. Jawohl. Europa mal befriedet. Auch wenn es mir eigentlich... Toll, hätte ich mir gleich sparen können, nach Europa zu gehen. Aber nachher ist man immer schlauer. Aha. Plasma-Präzisionsgewehr erforscht. Vielleicht war es unvermeidlich, dass wir irgendwann eine solche Waffe entwickeln mussten. Genau wie damals bei der Integration der Lasertechnik. Indem wir unsere Anstrengungen auf eine einzelne gebündelte Plasmaentladung konzentrierten und einige der früheren Einschränkungen bezüglich Gewicht, Größe und Feuergeschwindigkeit einfach ignorierten, konnten wir eine extrem tödliche Fernkampfwaffe entwickeln. Die Möglichkeit, gegnerische Ziele aus bislang unvorstellbaren Entfernungen zu vernichten, dürfte unseren Scharfschützen gefallen. Die Waffe kann nun in der Technikabteilung hergestellt werden. Plasma-Präzisionsgewehr. Wir haben die Kapazität unseres derzeitigen Energiesystems erweitert und so ein Plasma-Präzisionsgewehr mit einem extrem zerstörerischen Geschoss entwickelt, das die Chance auf einen kritischen Treffer erheblich verbessert. Nice. So, dann wird mal als nächstes die EMP-Kanone erforscht. Eine neue Waffe für unsere Flieger. Wobei ich befürchte, dass bei unserem aktuellen Kontostand eher wenig für Fliegerwaffen überbleibt. Hatte ich für den nicht noch irgendwie eine Laserkanone oder sowas? Muss ich das jetzt echt irgendwem rausbauen? Okay, hier oben haben wir eh einen Demon mit Laserkanone. Mit Plasmakanone, das heißt, ihm können wir genauso gut eine. Ja, gebe ich ihm mal die Avalanche. Okay, eigentlich hätte ich ihm auch genauso gut die Phoenixkanone geben können. Nein. Laser. Da. Gut. Dann. Guck mal, was unser neues tolles Präzisionsgewehr kosten würde. Ein Arsch voll Geld auf jeden Fall. Den wir uns jetzt im Moment gerade nicht leisten können und wollen. Also auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, wird mal in Ägypten der Satellit gestartet, weil... Satellit gestartet. Da.
30% erhöhtes Budget ist auf jeden Fall eine gute Idee. Sehr schade, dass mir Argentinien abgesprungen ist. Dadurch geht mir nämlich der Bonus von Südamerika verloren. Den ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde. Der macht nämlich, dass alle Sezierungen schneller gehen. Naja, gut. Wo die anderen Satelliten hinkommen, das mache ich mir mal später Gedanken drüber. Kurz vorm Ratsbericht. Anfrage von Japan, Plasmapistole. Heidi Witzka, die geben mir mal ordentlich Kohle dafür. Der wichtigste japanische Waffenproduzent hat uns ein sehr lukratives Angebot gemacht, wenn wir ihm erlauben, die erbeuteten Alien-Plasmapistolen zu erforschen. Vielleicht entwickeln sie ja bessere Möglichkeiten, die Alien-Technologie einzusetzen. Entschädigt werden wir auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir doch mal, was so eine Plasmapistole kostet. Okay, wäre auf jeden Fall den Preis wert. Allerdings kann ich es mir auf jeden Fall erst nächsten Monat leisten. Muss ich auf jeden Fall dran denken, dran zu denken. Das wäre nämlich ärgerlich, wenn ich daran nicht denke. Ausgezeichnet, EMP-Kanone-Forschung abgeschlossen. Bei der Entwicklung einer elektromagnetischen Waffe, deren gebündelter Impuls den Abwehrschild der Alienschiffe durchschlagen sollte, mussten wir hauptsächlich einen Weg ersinnen, die empfindlichen elektronischen Schaltkreise unserer eigenen Maschinen abzuschirmen. Die Funktion der Waffe selbst war schon von vielen Streitkräften der Erde im Einsatz getestet worden, sodass wir da nur noch wenig zu entscheiden hatten, etwa die Energieversorgung und die effektive Reichweite. Obwohl die zusätzliche Abschirmung für die Elektronik eine Rekonfiguration der Waffenaufhängungen erfordern wird, gehe ich davon aus, dass es für die Technikabteilung kein Problem darstellen wird, den Anbau der Flügelkanone durchzuführen. Wenn unsere Piloten den Impuls auf ein UFO abfeuern können, sollten wir es mit minimalem Schaden an den Artefakten und der Ausrüstung darin abschießen oder zur Landung zwingen können. EMP-Kanone zur Herstellung verfügbar und Projekt Schiffreparatur in der Gießerei verfügbar. Ja, die SHIVs, die benutze ich eh nicht so wirklich. Habe ich auch nie wirklich benutzt. Muss ich ehrlich sagen, bin ich kein großer Fan von. Da die nicht in Deckung gehen können. Und auch sonst relativ unflexibel sind. Die können halt einfach nur schießen. Können halt sonst gar nichts. Deswegen, ja. Also es war wirklich eine ganz, ganz grobe Schnapsidee, mehr Labore zu bauen, weil forschen kann ich jetzt gerade eh nicht weiter, weil ich nicht genug Waffenfragmente habe. Sehr ärgerliche Sache. Aber dafür ist jetzt das Psi-Labor fertig. Psionisches Labor online. Ausgezeichnet. Damit können wir jetzt nämlich... Muss ich nur schauen, ob ich das finde. Da ist es, das Psi-Labor. Wir können nun unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich sie über die Ergebnisse. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. Ja, das hat sie jetzt eigentlich besser zusammengefasst, als ich sie hätte können. Jemand mit hoher Willenskraft ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlicher psionische Fähigkeiten. Der Janus scheidet schon mal aus, dadurch, dass er das letzte Mal schwer verwundet wurde. Da ist sein Wille ordentlich nach unten gesackt. Er hat schon mal 59. Das ist jetzt nicht die Welt, aber okay. 61. 65. Also Max Weiß wird auf jeden Fall mal versucht. Feng Shui hat 61. Aber meine Support sollte ich jetzt vielleicht... Oh ja, stimmt. Das mache ich jetzt nochmal davor. Zumindest mal 4. Halt, erstmal. So, Luise Renard 59. 65, also jetzt direkt... Ah, der Tadashi hat doch gut Wille. Und der Owen Robinson auch. Also meine beiden Colonels sind auf jeden Fall die willensstärksten. Den Tadashi kann ich eigentlich... Eigentlich kann ich die beide gleich mal reinstecken, weil die benutze ich zurzeit eh nicht wirklich aktiv in den Einsätzen.
Und ich glaube, ich werde gleich den Moose auch reinstecken. Weil ich will den Max eigentlich... Ne, wobei, ne, ich probiere es erst mit Max. Ich hoffe, dass der Max ein psionisches Potenzial hat, weil dann könnte ich den nämlich quasi noch auf den Corporal, auf den Colonel bringen, indem ich seine Psi-Fähigkeiten einsetze. Was es mit den Psi-Fähigkeiten auf sich hat, das werdet ihr dann, ja, feststellen, sobald ich einen Psi-Kämpfer habe. Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Oh, das klingt doch mal wieder nach Van Dorn oder ähnlichem. Ein Freund des Rates wurde in der Stadt von Aliens angegriffen. Wir würden dumm dastehen, wenn wir nicht mal unsere Verbündeten vor einer Entführung beschützen könnten. Bringen Sie ihn sicher zurück ins XCOM-Hauptquartier. Wir sollten weitere Informationen für Sie haben, wenn der Trupp am Einsatzort ist. Ausgezeichnet, da kriege ich wieder Geld. Und Ingenieure. Das ist ja super. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja. Ich werde es versuchen. Dann stecke ich auf jeden Fall mal die Renate in den Captain-Posten. Das ist nämlich auch was ich seit der letzten Aufnahme erst rausgefunden habe. Ist eigentlich bitter, dass ich das davor nicht wusste. Der hier so groß dargestellt wird, das ist der Captain. Und der sollte nach Möglichkeit nicht krepieren. Denn wenn der Captain krepiert oder auch wenn er Schaden bekommt, dann bekommen alle anderen einen unglaublichen Willenseinbruch. Also bekommen sie auch, wenn andere Leute sterben, aber beim Captain ist es eben noch ausprägsamer. Es gibt allerdings auch einige Vorteile vom Captain. Also der Captain gibt zum Beispiel, wenn man bei der Offiziersschule ein bestimmtes Perk erforscht, gibt der noch seinen Willen auf alle anderen um ihn herum weiter. So, damit habe ich jetzt eigentlich auch genug geredet. Wir sind auch schon wieder durch für die Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. Euer Ralf. Ciao.